Ja, sonntägliches Fähnchen im Kreistragen liegt hinter uns. Der Roman und ich sitzen jetzt im sonnigen Gastgarten vom Schmuggler. Der Roman hat es festgehalten. Wir sind also mitten im Hoheitsgebiet des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Bekannterweise Södolf. Ihr wisst schon, der Gerald Groß und so klagt. Wir tragen natürlich einmal mehr Kollektionsware aus. In Bayern ist ja SEB quasi ein bisschen schwierig, nachdem im Kleingedruckten drunter steht, um was es geht. Und der Roman und ich hier echte Rebellen sind. Scheiß mal drauf. Wir haben einen ersten Kassasturz gemacht. Wir haben ganz knapp 200 Euro für den Daria heute aufgestellt. Die hauen wir natürlich nicht hier auf den Putz, sondern die werden der Roman und ich aufrunden. Das heißt, ich werde aufrunden auf 200, ein bisschen was fördern haben. Und demnächst werden wir ein Video machen und wir werden uns jetzt kurz ein bisschen stärken und der Roman wird dann, sofern man uns unbehelligt wieder ausreisen lässt, ihr wisst ja, komische Fahrzeuge, verbotene Kleidung, widerständische Haltung, sofern man uns also wieder ausreisen, sprich ins eigene wahldemokratische Heimatland einreisen lässt, wird der Roman dann wieder einsteigen, wenn es wieder was Spannendes gibt. Während wir hier frühstücken, also ich frühstücke, der Roman hat halt schon zweimal einen Weckerl gebissen, Ackerfrühstück, laden zu Hause die Akkus, damit wir dann weitermachen können mit dem Spätnachmittag- und Abendprogramm. Kurz zur Erklärung, falls der Einstieg dieses Videos heute etwas verwackelt ist oder mein Kopf sehr groß dominant im Bild ist, dann liegt das daran, dass der Roman aufgrund mangelndes Materials, wir haben da kürzlich ein Video gemacht, mit dem Handy gefilmt hat. Anders als ich kann der Roman das nämlich. Und ja, da hat die Bildqualität und die Stabilisation vielleicht ein bisschen darunter gelitten. Leider Gottes sind auch ein paar der Unterhaltungen, die gefilmt worden sind, nach der tollen Widerstandskundgebung nicht ganz drauf. Wir werden schauen, was man von dem Material retten kann. Der Roman wird sich dort rübersetzen. Und ja, während der Akku lädt, werden wir unseren auftanken mit koffeinhaltigen Getränken und ein bisschen fester Nahrung. Und der Roman steigt dann einfach wieder ein, wenn es heiter weitergeht, wenn wir wieder im eigenen Land sind. Soweit mal ein kleines Update. An dieser Stelle nochmal danke den Spendern. Wie gesagt, ich werde den Betrag noch aufrunden und wenn wir mit dem Tempo weitermachen, bin ich ausnahmsweise mal positiv gestimmt, dass da ein bisschen was zusammenkommt. Genaueres Video zum Thema Darian könnt ihr natürlich demnächst wiedersehen bei CryptoTV. Also dranbleiben, Videos gucken, Videos teilen, Videos verbreiten. Und ja, wie es mit Max weitergeht, werdet ihr natürlich auch bei CryptoTV sehen. Damit habe ich jetzt wieder genug gequasselt und gefaselt. Freundschaft. Thank you.